Good morning. Ihr habt mich nach einem Dutt-Tutorial gefragt. Ich wollte das unbedingt schon in Köln machen, ich habe es aber nicht geschafft. Und ich habe es auch im Livestream gemacht, aber einige von euch waren da nicht drin, deshalb machen wir es jetzt einfach nochmal. Vorab, ich habe übertrieben lange Haare und übertrieben viele Haare. Von daher sieht mein Dutt jedes Mal ein bisschen anders aus. Ich mache nicht jedes Mal irgendwie was anderes von der Technik her. Es sieht nur jedes Mal anders aus. Ich habe nämlich auch Stufen und deshalb steht immer irgendwo was in eine andere Richtung ab. Vom Grundprinzip her braucht ihr zwei verschiedene Haargummis. Einmal eins, das ein bisschen enger ist, beziehungsweise ihr öfter rummachen könnt um eure Haare, also um euren Zopf. Und ein leichteres Haargummi. Ich liebe Satin-Haargummis, weil die einfach besser für die Haare sind. Und dann hat man nicht so einen Knick an den Stellen, wo der Dutt dann gerollt war sozusagen. Ich bürste meine Haare jetzt einfach erstmal, damit die glatter sind. So sehen meine Haare jetzt aus und ich fange jetzt an mit diesem Haargummi, also dem, dass man enger und öfter drum wickeln kann sozusagen, einfach einen ganz normalen Zopf zu machen, der ungefähr hier oben sitzt, also einen ziemlich hohen Zopf. Einfach so ein Pferdeschwanz. Diesen Pferdeschwanz halte ich jetzt gerade nur mit der Hand. Ich mache den immer sehr hoch und ziehe den immer sehr eng und dann mache ich den einfach fest mit einem Haargummi. Schon während dem Drummachen lasse ich die Haare immer mal wieder so locker, das heißt, ich halte die einfach so ein bisschen lockerer, damit das hier hinten im Nacken nicht so eng wird. Ich glaube, man erkennt jetzt also ganz gut, dass der Zopf zwar fest ist und auch hält, aber dass der hier am Kopf nicht so übertrieben eng ist und auch nicht hier hinten. Ich nehme dann meinen Zopf und fange an, den wirklich wie zu so einer Wurst zu drehen. Erstmal so die ersten, ich würde mal sagen so 20 cm von meinen Haaren und gebe die dann rum. Hier seht ihr schon mein Problem mit den Stufen. Während ich also diese sozusagen Wurst aus Haaren um meinen Zopf lege, drehe ich das immer wieder weiter währenddessen. Achtung, dreht nicht zu doll, sonst dreht sich das sozusagen in sich nochmal mehr ein. So gebe ich das auf jeden Fall immer mehr rum, bis so ein Stück bleibt und das gebe ich einfach gerade nach hinten. Diese einzelnen Strähnen hier machen wir gleich fest, also ignorieren. Dann mache ich erstmal meinen Haargummi drum. So sieht das dann aus, nicht sehr gut. Dann ziehe ich so lange einfach an dem Dutt und gehe einfach so mit den Nägeln da rein, dass ich den wie so auseinanderziehe, bis der immer lässiger wird. So sieht das dann aus und dann fange ich an, hier vorne meine einzelnen Strähnen immer mehr so rauszuziehen und seitlich runterzuziehen. Ich hole auch gerne noch welche aus dem Nacken. Ich finde, das sieht dann einfach noch messier aus. Ich hole die Strähnen übrigens nicht nur von hier vorne vor den Ohren sozusagen raus, sondern manchmal auch im Nacken, damit es einfach noch ein bisschen messier aussieht. Ihr müsst nur ein bisschen aufpassen, wenn ihr so lange Haare habt wie ich, dass ihr nicht mitten hier drin irgendwie eine Strähne zieht, weil die ist ja oben im Dutt. Das bedeutet, ihr zieht euch wirklich so Rillen rein. Dann habe ich die kleinen Strähnen rausgezogen. Man sieht jetzt hier noch wie so kahle Stellen. Dafür nehme ich einfach nicht mit den Nägeln, sondern mit den Fingern hier oben meine Haare, halt die zusammen und ziehe die so ein bisschen aus dem Dutt raus. Das hier ist dann wie gesagt mein fertiger Dutt. Der sieht immer mal ein bisschen messier aus oder ein bisschen ordentlicher, aber es kommt einfach drauf an, wie mein Tag so ist.